Hallo meine Lieben, heute werdet ihr das keltische Baumhoroskop der Zeder erfahren. Und diese steht unter dem Begriff die Zuversicht. Die Zeder ist auch als Zirgelbaum bekannt. Sie gilt für die Geburtsdaten vom 9. bis 18. Februar und dem 14. bis 23. August. Die im Zeichen der Zeder geborenen sind faszinierende und starke Menschen. Gleichwohl seiner Lage und Situation sind sie sich ihrer Stärke und Auffassungsgabe bewusst. Sein Handeln ist stets realistisch und sicher, hundertprozentig. Sie bevorzugen hohen Komfort und die angenehmen Seiten des Lebens. Sie sind strebsam und haben hohe Ziele. Ziele, die sie sich einmal gesteckt haben, erreichen sie auf jeden Fall. Sie sind sehr wählerisch und nicht leicht zufriedenzustellen. Positive Eigenschaften der Zedermenschen sind Fleiß, Selbstsicherheit und Entschlossenheit. Das betrifft die Liebe, Familie und den Beruf. Negativ allerdings ist seine Reizbarkeit und Ungeduld, und das ist manchmal recht unangenehm. Er mag gern im Mittelpunkt stehen, und es ist ihm wichtig, für sein Handeln die Bestätigung seiner Freunde und Kollegen zu erhalten. In der Partnerschaft ist der Zedermensch stark an Verlässlichkeit. Er gibt seinem Partner eine feste Sicherheit und ist ihm eine starke Stütze. Trotzdem hat er ein ganzes Leben lang die Sehnsucht nach der einzigen, großen, erfüllten Liebe. Das ist auch der Grund, weshalb er sehr spät in eine feste Liebesbeziehung geht. Beruflich zeichnet er sich mit Führungsqualitäten aus. Durch seinen Fleiß und seine Zuverlässigkeit findet er Anerkennung und er erreicht seine für sich gesteckten Ziele. Rückschläge werden ihn niemals aufhalten können. Gesundheitlich sollte er auf sein Herz, Kreislauf und seine Augen achten. Ebenso sollte er sein Rückgrat und die Muskeln nicht überanstrengen. Das ist der Zedergeborene, eine starke Persönlichkeit. Als nächstes geht es weiter mit der Kiefer. Hört euch an, was der Kiefergeborene für Qualitäten hat. Bis dahin, herzlichst eure Derya.